Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier und zu Hause. Es ist kein Geheimnis, konventionelle Kraftwerke sind in der Krise. Leider gehören zu diesen konventionellen Kraftwerken auch die Pumpspeicherkraftwerke. Die aber sind in Abgrenzung zum Rest für die Energiewende dringend erforderlich. Einzig fraglich bleibt der Umfang, in dem wir diese Kraftwerke benötigen werden. Es ist also erforderlich, dafür zu sorgen, dass Pumpspeicherkraftwerke dort, wo geeignete Standorte existieren, wirtschaftlich zu betreiben sind. Darüber kann kein Dissens existieren, wenn man die Energiewende will. Ein weiteres Problem ist es, dass nicht jedes geplante Pumpspeicherkraftwerk auch gebaut wird. Auch an der Stelle kann es hilfreich sein, die Betreiber zu unterstützen. Dafür ist es dann aber auch erforderlich, dass der mögliche Betreiber sich auch selbst ein paar Spielregeln auferlegt, nämlich Spielregeln zur Beteiligung der Bürger. Das PSK Ruhrsee ist ja auch maßgeblich am Widerstand der Anwohner und abgesehen von der Debatte, die wir gerade zur CDU an der Stelle hatten, gescheitert. Und an der Stelle gilt es für den Betreiber eben, den Bürger von Anfang an mitzunehmen. Oder das Scheitern ist vorprogrammiert. Also bisher ein klares Ja zu diesem Antrag. So detailliert er aber die Pumpspeicherkraftwerke bejubelt, so sehr fehlt mir persönlich der Blick über die PSKs hinaus. Wir werden für die Energiewende nahezu jeden Speicher benötigen, den wir bekommen können. Ihr Antrag zu den virtuellen Kraftwerken spricht ja auch von Speichern und kann an der Stelle eben nicht nur Pumpspeicherkraftwerke meinen. In den Versuchsmodellen Kombikraftwerk 1 und 2 war ja vor allem Power to Gas eine relevante Größe. Darüber hinaus benötigen wir aber auch noch weitere Speicher. Dem trägt Ihr Antrag keine Rechnung, was die CDU und die FDP im Entschließungsantrag auch anspricht. Den Antrag der CDU werden wir aber dennoch ablehnen, weil er wieder nur, und das ist die Fortsetzung der Debatte vorhin, in der Vergangenheit wühlt, die ich nicht bewerten will. Ich will mir hier Gedanken darüber machen, wie wir heute die Welt von morgen gestalten und nicht, wer von den etablierten Parteien gestern, vorgestern oder von mir aus auch im letzten Jahrtausend die Karre vor die Wand gefahren hat. Wir halten das nicht für zielführend. Vielen Dank.